Wir hatten mal einen sehr, sehr intensiven Arbeitskontakt, weil wir zusammen unsere Jahrestagung organisiert haben. Und da seitdem hält der Kontakt an, weil wir immer wieder über Projektideen nachdenken. Teilweise schauen, dass wir hier Dinge realisieren können, Sitzungen machen mit Kollegen zu spannenden Themen und eben dann halt auch den Konvent dazu nutzen, um inspiriert zu werden für neue Forschungsprojekte. Also ich glaube, uns bleibt nichts anderes, als Deutschland zu definieren als Wertegemeinschaft, basierend auf säkularen, demokratischen Werten, um der Komplexität der Gesellschaft eigentlich gerecht zu werden. Und ich glaube, jede andere kulturelle Einbettung wird gar nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass wir Menschen, die Angst nehmen vor der Komplexität dieser Gesellschaft, vor der Vielfalt der unterschiedlichen Lebensentwürfe, was vielleicht manchen Leuten wirklich Unbehagen bereitet, dass die Welt nicht mehr so einfach zu erklären ist. Und ich glaube, das ist der Job von uns als Wissenschaftlern, dass wir das tun und dass wir das benennen und dass wir nicht so tun, als gäbe es einfache Lösungen für komplexe Probleme. Ich glaube, die Schaderstiftung kann dazu beitragen, Wissenschaftler ins Gespräch zu bringen mit Leuten aus der Praxis und kann uns Wissenschaftler zwingen, unsere Begriffe zu erklären, kann uns dazu zwingen, unsere Theorien und Modelle verständlich zu erklären, damit sie dann auch sozusagen gesellschaftlich relevant werden. Das ist, glaube ich, ein guter Job, den die Schader-Stiftung da übernehmen kann. Uns konfrontieren mit anderen Ansichten und uns dann auch in einen Dialog vielleicht manchmal zwingen, in den wir nicht unbedingt rein wollen.